und herzlich willkommen bei Fit mit Anna. Heute zeige ich dir drei Übungen mit dem Fitnessband, mit denen du deinen Rücken richtig schön trainieren kannst. Okay, los geht es. Zunächst einmal auf beiden Füßen stehen und dann legt ihr das Band hier auf die Hände. Einmal das Ende umwickeln, zack, einmal die andere Seite. Und dann kannst du es hier mit dem Daumen locker fixieren, ja? Wenn du das Band jetzt auf Spannung bringst, dann sollte das ungefähr so ein bisschen mehr als schulterweit sein, ja? Ansonsten gerne das noch ein bisschen anpassen. Okay, und dann bauen wir uns hier auf. Arme angewinkelt. So, bei mir könnte es jetzt ein bisschen enger sein, so. Also die Arme sind angewinkelt, Daumen zeigt nach außen, Handfläche zeigt nach oben, Schultern tief. Unsere erste Übung hier, klein auseinanderziehen und ausatmen und wieder zurück. Ja, mit der Ausatmung ziehst du das Band auseinander, ja, die Ellbogen sind dicht am Körper, die Schulterblätter gehen sanft zusammen, ja, Bauchdecke ist lang und dann geht es wieder zurück. Okay? Schulterblätter tief sinken lassen und achte dabei darauf, dass das Band wirklich die ganze Zeit auf einer Grundspannung ist. Okay, die letzten zwei noch und einmal und locker lassen. Ja, das war schon die erste Übung. Für die zweite Übung geht es nach oben und zwar hier in diese Position. Achtung, Schultern sind tief. Ja, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du hier deine richtige Position findest für die Arme, ohne dass die Schultern mitgehen. Ja? Das bitte nicht, sondern lass die Schultern tief. Arme nach oben, gerne vor dem Körper halten. Und jetzt geht das mit dem Oberkörper nach vorne und wieder zurück. Und beim nach vorne gehen ziehst du das Band wieder sanft auseinander und wieder zurück in die Aufrichtung. Und einatmen, hier in diese Vorhalte kommen, ausatmen, zurück. Herrlich, oder? Eine super Übung. Steh fest auf den Füßen und hab den Rücken ganz, ganz lang. Und auseinanderziehen und wieder zusammen. Ein letztes Mal noch. Und auseinander und wieder zusammen. Gut, dann alles auslockern. Schultergürtel durchbewegen. Und jetzt zeige ich dir auch schon die letzte und die dritte Übung. Und dafür bringen wir die Arme lang nach vorne. Ja, so ausgestreckt, ganze Wirbelsäule verlängern und jetzt gehen wir in eine kleine Rotationsbewegung. Du drehst dich nach rechts und ziehst das Band dabei auseinander und wieder zurück. Ja, versuch dich wirklich nur aus dem Rücken zu drehen und das Becken vorne zu lassen. Ja, also bitte nicht das hier machen, sondern verlängern und dann nur aus dem Rücken raus. Becken zieht und schaut nach vorne. Und andere Seite, Band wieder sanft auseinanderziehen und wieder zurück. Ganz weiter, langer Rücken. Noch einmal hier zur Seite und wieder zurück. Herrlich, oder? Und letztes Mal und wieder zurück. Und dann kommst du an, lässt die Arme sinken, lockerst den Schultergürtel aus. Ja, und das war es auch schon. Das war jetzt eine kleine Inspiration von mir für dich für ein paar Übungen mit dem Fitnessband. Das Band habe ich dir hier unter diesem Video verlinkt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei deinem Training. Bleib fit. Tschüss, deine Anna.